Die türkische Kultur und Traditionen In diesem Podcast habe ich nur die wichtigsten Punkte der türkischen Tradition, Kultur, über das schöne Land und der wundervollen türkischen Menschen zusammengefasst. Es gibt eigentlich so viel zu erzählen, dass dieser Podcast sonst mehrere Stunden dauern würde. Hier kommt nun die Zusammenfassung. Türken sind sehr gastfreundlich und veranstalten oft Zusammenkünfte in ihren Häusern. Beim Betreten des Hauses ziehen die Gäste ihre Schuhe aus und erhalten Hausschuhe, die sie im Haus tragen können. Wahrscheinlich hast du auch in einem türkischen Hotelzimmer immer ein paar Hausschuhe. In der türkischen Kultur wird nie ein Gastgeschenk erwartet. Da es aber in der westlichen Kultur üblich ist, ist es selbstverständlich, dass man eines erhält? Baden und Selbstpflege sind lange gelebte Traditionen in der türkischen Kultur. Die Türken sind sehr pingelig, wenn es darum geht, sauber und ordentlich zu sein. Ein türkisches Bad, Hammam genannt, ist ein Ort, an dem du öffentlich ein Bad nehmen kannst. Im Hammam gibt es auch Leute, die du für ein Peeling, auf türkisch Käse genannt, bezahlen kannst. Das authentische Hammam für Einheimische ist dagegen abgesondert. Im Hammam bekommst du ein Pestemal, ein Baumwolltuch oder ein schnell trocknendes Handtuch, das um die Taille gebunden wird. Wenn du durch die Straßen türkischer Städte wie Istanbul gehst, wirst du garantiert den ganzen Tag über laute Autos hupen hören. Die Türken sind für ihre Nervosität bekannt, wenn es darum geht, im Verkehr zu stehen. Aber das ist nicht das einzige Mal, dass sie die Hupe benutzen. Sie werden auch benutzt, um besondere Ereignisse zu feiern. Zum Beispiel hupen die Passanten, wenn sie eine Hochzeit sehen. Das Nationalgetränk der Türkei ist Tee, aber für manche ist es Raki. Türkischer Tee wird in der Regel schwarz, in tulpenförmigen Gläsern und mit der gewünschten Menge Zucker getrunken. Du kannst Teehäuser sehen, die Kahvehane genannt werden und in denen sich die Männer die ganze Woche über mit ihren Freunden zum Spielen und Teetrinken treffen. Frauen und Familien besuchen die Teegärten traditionell an den Wochenenden. Kaffee wird auch getrunken, aber weniger häufig. Türkischer Kaffee wird aus sehr fein gemahlenem Kaffee hergestellt und mit Wasser und Zucker in einer Zetzwe, einer speziellen Kanne, gekocht. Etikette: Die türkische Kultur basiert auf Höflichkeit und deshalb gibt es ein paar Dinge zu beachten, um nicht unhöflich zu wirken. Ein paar Beispiele: Wenn dir jemand etwas anbietet, lehne die Geste zunächst mit einem Nein, danke, ab. Nimm es erst dann an wenn er oder sie ein zweites oder drittes Mal darauf besteht. Auch wenn du etwas anbietest, solltest du es ein paar Mal tun. Wenn du dich mit jemandem unterhältst, kann Kaugummi kauen als unhöflich angesehen werden, besonders in formellen Situationen. Rechnungen in Restaurants werden nicht geteilt. Normalerweise zahlt der Einladende. Du kannst anbieten, zu zahlen, aber nur für die gesamte Rechnung. Der traditionelle Nationalsport ist jedoch Yali das Ringen mit Fett. Er wurde im alten Mesopotamien begründet. Seit 1362 findet jedes Jahr das internationale Turnier im Fettringen statt und ist damit der älteste kontinuierlich durchgeführte Wettbewerb weltweit. Die Kämpfe können bis zu 40 Minuten dauern. Das böse Auge, Nazar Bonku, auch bekannt als das böse Auge, ist ein Talisman, der vor Gefahren schützen soll. Dieser Aberglaube ist überall in der Türkei zu finden, aber sie sind oft recht klein und können leicht übersehen werden. Du findest sie nicht nur in Wohnungen und Büros, sondern auch in Restaurants, Autos und Bussen. Wie grüßt man sich? Begrüßung unter Männern. Wenn sich zwei Männer zum ersten Mal treffen, geben sie sich die Hand und halten direkten Augenkontakt. Ein einigermaßen fester Händedruck ist angemessen. Unter engen Freunden und Familienmitgliedern sind Umarmungen oder sanftes Schulterklopfen durchaus üblich. Andere Männer können sich auch gegenseitig auf beide Wangen küssen. Es kann auch vorkommen, dass sich Männer zur Begrüßung mit den Schläfen berühren, ein Gruß unter Menschen, die eine der politischen Parteien unterstützen. Unter Geschäftskollegen wird der türkische Kuss oft nicht praktiziert. Begrüßung unter Frauen. Bei ersten Begegnungen ist ein leichter Händedruck üblich. Wenn sich die Frauen jedoch schon gut kennen, küssen sie normalerweise jede Wange der anderen Frau und umarmen sich leicht. Ein Mann begrüßt eine Frau, das ist nicht ganz so eindeutig. Am besten ist es, wenn du dich an der anderen Person orientierst. Wenn die Hand angeboten wird, erwiderst du sie mit einem einfachen Händedruck. Wenn sie dir ihre Wange anbietet, gibst du ihr einen Kuss auf jede Wange. Wenn dir weder die Hand noch die Wange angeboten wird, nicke einfach und oder sage höflich Mahaba. Es kann sein, dass die Religion einer Person es ihr verbietet, ein Mitglied des anderen Geschlechts zu berühren. Der Kommunikationsstil hängt hauptsächlich vom Kontext der jeweiligen Situation ab. Wenn jemand versucht, eine Beziehung zu einem anderen aufzubauen, wird er meistens einen indirekten Kommunikationsstil verwenden. Es kann ewig dauern, bis Sie auf den Punkt kommen, also sei geduldig. Wenn es hingegen um andere Dinge wie Politik geht, können Menschen sehr direkt und sogar konfrontativ sein. Manche Menschen haben keine Skrupel zu sagen, was sie auf dem Herzen haben. Bei geschäftlichen Gesprächen wird normalerweise ein wenig Smalltalk erwartet und geschätzt, bevor man auf das eigentliche Thema eingeht. Die Türken sind eigentlich recht großzügig mit ihrer Zeit. Es gibt keine einheitliche Definition von Zeit. Genau wie ihr Kommunikationsstil hängt auch die Definition von Zeit weitgehend vom Kontext der Situation ab. Wenn es sich um einen gesellschaftlichen Anlass handelt, gilt es nicht als unhöflich, wenn du zu spät kommst. Die Konsequenz daraus ist, dass du im Allgemeinen nicht erwarten solltest, dass die Leute pünktlich zu einer Veranstaltung oder einem Anlass kommen. Die türkische Grundwerte. Ich glaube, dass jede Kultur Grundwerte wie Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Fairness, Gleichheit und so weiter fördert. Zum Beispiel haben ältere Menschen einen besonderen Platz im Leben der Türken und werden mit großem Respekt behandelt. Das Konzept der Familie gilt als heilig und Nachbarschaftlichkeit ist sehr wichtig. Die Beziehungen zu den Nachbarn sind so eng und aufrichtig, dass es durchaus üblich ist, dass ein Nachbar an die Tür eines anderen klopft und fragt, ob er eine Tasse Zucker oder Mehl für ihn oder sie hat. In der türkischen Kultur ist die Gastfreundschaft ein weiterer wichtiger Wert. Vor allem in ländlichen Gegenden teilt der Gastgeber oder die Gastgeberin ihr letztes Stück Brot mit einem Fremden. Sie lieben es, Freunden, Nachbarn, Bekannten und sogar Fremden Essen und Getränke anzubieten. Sie lieben es auch, Menschen in Not zu helfen, ob einzeln oder als Nation. Wenn irgendwo eine Katastrophe passiert, spenden die Menschen ohne zu zögern Geld, schicken Ausrüstung und so weiter. Es gibt einen ausgeprägten Patriotismus in diesem Land. Das sollte keine Überraschung sein, denn sie haben ein großes Vorbild, Atatürk, einer der besten Landeslenker aller Zeiten. Die Türken versuchen immer, ihrem historischen Erbe treu zu bleiben. Die türkische Flagge und die Nationalhymne werden hochgeachtet. Die Flagge wird nie auf den Boden gelegt und wenn irgendwo die Nationalhymne gesungen wird, halten die Passanten an, stehen still singen mit und setzen ihren Weg fort, wenn sie zu Ende ist. Ethnizität und Religion Die türkische Kultur und die türkischen Bräuche sind stark von der ethnischen Vielfalt des Landes und der starken religiösen Prägung des türkischen Volkes geprägt. Wenn man bedenkt, dass die türkische Geschichte tausende von Jahren zurückreicht und dass das Osmanische Reich, das Südosteuropa, einige Teile Osteuropas, Westasien und Nordafrika kontrollierte, in der jüngeren Geschichte eine Rolle spielte, ist es nicht überraschend, dass die Türkei die Heimat vieler Ethnien ist. 75% der Bevölkerung sind Türken, 18% Kurden und die restlichen 17% bestehen aus anderen ethnischen Gruppen. 99% des Landes sind muslimisch. Das Christentum, das Judentum, das Jesidentum und andere Religionen machen das restliche 1% aus. Die Vielfalt der ethnischen Gruppen und Religionen spielt eine wichtige Rolle in der Kultur. Diese kulturelle Vielfalt in der Türkei hat dazu geführt, dass die Menschen in der Türkei mehr Respekt vor anderen Kulturen, Traditionen, Religionen und Ideen haben. Traditionen es gibt verschiedene türkische Traditionen zu wichtigen Lebensereignissen. Werfen wir einen Blick darauf, wie die Türken Ereignisse wie Heirat, Geburt und Tod behandeln. In der Vergangenheit galt die Ehe als heilig und arrangierte Ehen waren sehr beliebt. Aufgrund der steigenden Zahl von Scheidungen ist diese heilige Auffassung der Ehe heutzutage jedoch fragwürdig. Bevor man heiraten kann, gibt es einige Formalitäten zu erledigen. Brautbad. Es gibt eine uralte Tradition namens Brautbad, Gelin Hamami, die heutzutage nicht mehr so verbreitet ist, obwohl sie in einigen Teilen der Türkei immer noch durchgeführt wird. Nach dieser Tradition gehen die Braut und ihre weiblichen Verwandten und Freunde in ein türkisches Bad, Türk Hamam. Die Braut sitzt in einer höheren Position, während ihre Mägde mit Kerzen im Kreis um sie herumgehen. Sie singen und verbringen den Tag dort. Henna Nacht. Sie findet normalerweise am Abend vor der Hochzeit statt. Sie ist so etwas wie ein Junggesellinnenabschied, der ebenfalls von der Braut und ihren weiblichen Verwandten und Freunden gefeiert wird. Hochzeit. In der türkischen Kultur gibt es je nach Region unterschiedliche Hochzeitstraditionen. Geburt Wie in anderen Kulturen wird auch in der türkischen Kultur die Geburt eines Kindes als ein Ereignis betrachtet, das freudig gefeiert wird. Nach der Geburt kommen die Menschen, um das Baby zu sehen, und bringen Geschenke oder Goldmünzen mit, die mit einer blauen oder rosa Schleife versehen sind. Auch enge Familienangehörige bringen Geschenke und goldene Armbänder für die Mutter mit. Tod. Wenn die verstorbene Person Muslim ist, findet die erste Verabschiedung in einer Moschee statt. Danach gehen die Menschen zur Beerdigung auf den Friedhof. Diejenigen, die zum Friedhof gehen, werden in das Haus der verstorbenen Person eingeladen und erhalten je nach Tageszeit ein Mittag oder Abendessen. Nachbarn, Familienmitglieder und Bekannte bringen der Familie, die den Verlust erlitten hat, Essen. Gesellschaftliches und geschäftliches Leben. Die Türken sind gesellig und lieben es, gemeinsam etwas zu unternehmen. Weil die Türken gerne ihre Lebenserfahrungen mit anderen teilen, findest du oft große Gruppen von Menschen beim Wandern, Essen oder bei anderen Aktivitäten. Türken brauchen weniger persönlichen Freiraum als die meisten Menschen. Geschäftsbeziehungen sind größtenteils formell. Türken ziehen es vor, mit Leuten zu arbeiten, die sie kennen und denen sie vertrauen. Wenn du also mit einem türkischen Unternehmen Geschäfte machen willst, musst du eine gute Beziehung zu ihm aufbauen. Türken lieben es zu verhandeln, nicht nur im Geschäft sondern auch individuell beim Einkaufen. Traditionelle türkische Feiertage Wie in anderen Kulturen auch, sind Feiertage ein wichtiger Bestandteil der türkischen Kultur und Lebensweise. Die Türken feiern zwei Arten von Feiertagen, nationale und religiöse. In der Türkei gibt es das ganze Jahr über mehrere nationale Feiertage, darunter. Tag der Republik am 29. Oktober, Tag der Jugend und des Sports am 19. Mai, Tag der nationalen Souveränität und Tag des Kindes am 23. April, Tag des Sieges am 30. August. Während der Nationalfeiertage sind alle offiziellen Büros geschlossen und die Städte sind mit türkischen Flaggen geschmückt. Du kannst auch Fahnen an den Fenstern und Balkonen von Häusern und Büros hängen sehen. Ramadan. Der Ramadan ist der Monat, in dem Muslime 30 Tage lang fasten, und zwar zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang jedes Tages. Auf den Monat Ramadan folgt ein dreitägiger Feiertag. Während dieses Feiertags besuchen die Menschen andere Familienmitglieder, Freunde und so weiter. Die Jüngeren küssen die rechte Hand der Älteren und legen sie dann auf ihre eigene Stirn. Das ist ein Symbol des Respekts. Den Besuchern werden Süßigkeiten, Schokolade und türkischer Kaffee angeboten und die Kinder bekommen Geld als Taschengeld. Das Opferfest. Dieser Feiertag ist vier Tage lang. Die meisten Haushalte opfern, wenn sie es sich finanziell leisten können, in einem besonderen Ritual ein Tier, meist ein Schaf. Das Fleisch wird mit Verwandten und Nachbarn geteilt, wobei ein Drittel des Fleisches in der Regel an Bedürftige abgegeben wird. Zusätzlich zu diesen besonderen Traditionen gelten für dieses Fest die gleichen Merkmale wie für den Ramadan. Türkischer Kaffee. Türkischer Kaffee ist ein weiterer wichtiger Teil der türkischen Kultur. Er wird normalerweise nach den Mahlzeiten getrunken. Wenn ich über türkischen Kaffee spreche, muss ich auch das Tassenlesen erwähnen. Wenn Frauen zusammenkommen und Kaffee trinken, bitten sie sich gegenseitig, das Tassenlesen zu übernehmen. Es macht viel Spaß, die Formen, die sich aus der Kaffeemasse bilden, zu entziffern. Lage und Geografie Die Türkei liegt in Kleinasien und einem kleinen Teil von Europa. Ihre Fläche beträgt 814.578 Quadratkilometer. Sie wird im Westen durch die Ägäis, im Nordwesten durch das Marmarameer, Griechenland und Bulgarien, im Norden durch das Schwarze Meer, im Osten durch Georgien, Armenien, Aserbaidschan und den Iran und im Süden durch den Irak, Syrien und das Mittelmeer begrenzt. Obwohl Istanbul ehemals Konstantinopel die größte Stadt ist und die Hauptstadt des Osmanischen Reiches war, wählte der erste Präsident Mustafa Kemal Atatürk 1923 Ankara, eine Stadt im Inneren Anatoliens, zur Hauptstadt. Militärisch war Ankara weniger exponiert und leichter zu verteidigen als Istanbul. Die Wahl symbolisierte auch Atatürks nationalistische Politik, denn Ankara war türkischer und weniger kosmopolitisch als die alte Hauptstadt. Die Türkei hat eine mehr als 7000 Kilometer lange Küstenlinie. Das Landesinnere besteht aus Bergen, Hügeln, Tälern und einem zentralen Hochplateau. Die westlichen Küstenebenen sind im Allgemeinen dichter besiedelt und industriell geprägt als die zentralen und östlichen Regionen, mit Ausnahme von Ankara auf der zentralen anatolischen Hochebene. Da Kleinasien im Laufe der Jahrhunderte die Heimat von Lydien, Hethitern, Griechen, Römern, Byzantinern, Seltschuken und Osmanen war, ist es übersät mit historischen Monumenten. Physiografisch lässt sich das Land in fünf Regionen einteilen. Die Schwarzmeerregion hat ein gemäßigtes Klima und überdurchschnittlich hohe Niederschlagsmengen. Sie wird von der pontischen Gebirgskette dominiert. Der Westen ist bekannt für die Landwirtschaft mit Getreide, Gemüse, Obst, Nüssen und Tabak. Im feuchteren Osten lassen die Berge eine schmale Küstenebene zurück, die selten breiter als 30 Kilometer ist. Die Schwarzmeervölker besiedelten und bewirtschafteten die Täler und schmalen Schwemmfächer der Flüsse in der Region und entwickelten eine Form der Steilhanglandwirtschaft für den Anbau von Gemüse und Obst. Tee, die wichtigste Nutzpflanze, wurde erst in den 1960er Jahren populär. Einige Dorfbewohner kombinierten die Gartenarbeit mit der Wanderweidewirtschaft, bei der kleine Schaf-, Ziegen- und Rinderherden im Winter im Tiefland und im Sommer auf den pontischen Hochweiden weiden. Bis vor kurzem war die Landwirtschaft aufgrund der zerklüfteten Topografie nur eingeschränkt möglich und es gab so gut wie keine alternativen Wirtschaftszweige auf dem Land. Daher suchten viele Männer aus dem westlichen Schwarzmeergebiet Arbeit außerhalb der Region bei der Marine, der Handelsmarine oder in den Großstädten und kehrten später nach Hause zurück, um sich zur Ruhe zu setzen. Während die Männer auswärts arbeiteten, kümmerten sich die Frauen um den Haushalt, den Ackerbau und die Viehzucht. Die zentralanatolische Hochebene ist mit Bergen übersät und baumlos. Hier herrscht ein halbtrockenes Klima mit hohen Temperaturen im Sommer und niedrigen Temperaturen im Winter. Die Dorfbewohner betreiben Tierhaltung und bauen Weizen, Gerste und Zuckerrüben an. Flächen die nicht für den Anbau geeignet sind, werden genutzt, um große Herden von Schafen, Rindern und Ziegen zu weiden. Ostanatolien ist die gebirgige, abgelegenste, am wenigsten erschlossene und am dünnsten besiedelte Region. Aufgrund seiner Höhenlage und der niedrigen Temperaturen ist es für den Ackerbau weniger geeignet als der Rest Anatoliens. In der Vergangenheit betrieben die Menschen dort vor allem Viehzucht, insbesondere Wandernomadentum mit Schaf, Rinder und Ziegenherden. Die mediterrane Küstenregion wird vom Taurusgebirge gesäumt. Sie hat ein mediterranes Klima mit heißen, trockenen Sommern und milden, feuchten Wintern. Der östliche Teil, rund um Mersin und Adana, ist für den umfangreichen Baumwollanbau wohlhabender Großgrundbesitzer bekannt. Mersin ist ein wichtiger Seehafen und ein Zentrum der Ölraffination. Die westliche Region ist bekannt für Zitrusfrüchte und Bananenplantagen. Seminomadische Völker nutzten das Taurusgebirge traditionell, um Schafe, Ziegen, Rinder und Kamele zu weiden. Die Frauen der türkischen jürg pastoralisten stellten Wolkelims, Teppiche und Satteltaschen her. Der Tourismus ist heute ein wichtiger Wirtschaftszweig. Die Ägäis-Region hat auch ein mediterranes Klima. Sie besteht aus fruchtbaren Tälern und Schwemmlandebenen sowie sanften Hügeln und Bergen. Hier wird eine große Vielfalt an Pflanzen angebaut, darunter Zitrusfrüchte, Oliven, Nüsse, Sonnenblumen. Tabak, Zuckerrüben, Getreide, Obst und Gemüse. In der Region befinden sich die meisten der wohlhabenden Kleinbauern und lebensmittelverarbeitenden Betriebe der Türkei. Izmir ist das wichtigste Handels- und Industriezentrum der Region. Es ist die drittgrößte Stadt und der zweitgrößte Hafen. Die Region Marmara-Istanbul, ein Kreuzungspunkt zwischen Europa und Asien, ist die am dichtesten besiedelte, kommerzielle, industrielle und touristische Region. Sie hat ein gemäßigtes Klima, reiche Böden und ausgedehnte Küstenstreifen. Dank der modernen Entwicklung ist der Anteil der Bevölkerung, der einer nicht landwirtschaftlichen Tätigkeit nachgeht, hier am höchsten von allen Regionen des Landes. Istanbul, die größte und kosmopolitischste Stadt, ist in den Bereichen Handel, Schifffahrt, Mode, Literatur, Kunst und Unterhaltung führend im Land. Im Laufe der Jahrzehnte hat sie einen stetigen Strom von Migranten aus allen Teilen des Landes angezogen. Geschichte und ethnische Beziehungen: Entstehung der Nation. Die heutige Türkei wurde 1923 als Nachkomme des multiethnischen und mehrsprachigen Osmanischen Reiches gegründet das zwischen dem 14. und frühen 20. Jahrhundert bestand und im 16. Jahrhundert einen Großteil des Nahen Ostens sowie Teile Südosteuropas und Nordafrikas umfasste. Jahrhundert, als der Balkan und die transkaspischen Regionen vom Reich abgetrennt wurden, flohen viele nicht-türkische osmanische Bürgerinnen und Bürger oder wanderten nach Anatolien und türkisch-Trakien aus, um sich dort neu anzusiedeln. Nationale Identität. Die Regierung gründete und unterstützte historische und sprachliche Gesellschaften, die eine glorreiche türkische Vergangenheit erforschten und, wenn nötig, erfanden, um den Bürgern des Landes Stolz einzuflößen. Die offizielle Politik der türkischen nationalistischen Indoktrination war weitgehend erfolgreich. Die meisten Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von ihrer nicht-türkischen Abstammung, bezeichnen sich selbst als Türken, sowohl ethnisch als auch national, mit Ausnahme einiger Kurden. Urbanismus, Architektur und die Nutzung des Raums Die Architektur und die Nutzung des Raums wurden von wirtschaftlichen Faktoren, politischer Ideologie, Umwelt, Tradition und fremden Ideen beeinflusst. Die osmanische Architektur mit ihren byzantinischen und islamischen Elementen war ein klarer kultureller Ausdruck der imperialen Vergangenheit. Die Führer der neuen Republik wollten eine andere Architektur, die ihre neue Vision eines westlichen, säkularen Nationalstaates verkünden sollte. Ein Ziel der Republik war es, mit der materiellen Kultur und Technologie des Westens gleichzuziehen. Daher wandten sie sich an Westeuropa, um eine neue Hauptstadt in Ankara zu errichten. Ankara war eine Tabula rasa, auf der eine neue türkische Ordnung aufgebaut werden konnte. In den frühen 1920er Jahren war es eine unbedeutende Stadt mit 20.000 Einwohnern, engen, gewundenen Straßen und einfachen Lehmziegelhäusern. In den ersten Jahren der Republik wurde Ankara mit monumentalen Regierungsgebäuden umgestaltet die die Ambitionen und die Macht des neuen Staates symbolisierten. In den 1960er Jahren beeinflusste die Bauhausschule mit ihrer Betonung der Massenproduktion den Bau von städtischen Wohnhäusern der Mittelklasse in Ankara und einigen anderen Städten. Der erste Wolkenkratzer der Türkei, ein kommerzielles Bürogebäude, wurde 1959 in Ankara gebaut. Seitdem haben moderne Wolkenkratzer und Hochhäuser für Behörden, Unternehmen und Wohnungen die meisten Großstädte verändert. Seit den 1950er Jahren sind die modernen Stadtzentren von wachsenden Hausbesetzersiedlungen, GZ kondos umgeben, die von Bauern aus ländlichen Gebieten in kurzer Zeit errichtet wurden. Heute bestehen zwischen 50 und 60 Prozent der türkischen Stadtbevölkerung aus Gecekondu-Bewohnern. Die Wohnformen in den Kleinstädten und Dörfern werden durch Tradition, Familienstruktur, Umgebung, lokale Baumaterialien und Einkommen bestimmt. Das äußere Erscheinungsbild ist je nach Region sehr unterschiedlich. Essen und Wirtschaft: Die türkische Küche umfasst viele verschiedene Eintöpfe mit Gemüse und Fleisch, vor allem Lamm und Rind, Borek. Kebab und Dolma sowie ein Sauerteigbrot, das zu fast jeder Mahlzeit gegessen wird. Borek ist ein Gebäck, das aus vielen dünnen Teigschichten besteht, die mit Käse, Spinat und/oder Hackfleisch durchsetzt sind. Kebab ist das gängige Wort für Fleisch, das in Stücken oder Scheiben auf einem Spieß oder als Fleischbällchen auf einem Grill gebraten wird. Dolma ist der Oberbegriff für Gerichte aus Gemüse zum Beispiel Tomaten und Paprika und Blättern, zum Beispiel Trauben, Kohl und Auberginen, die mit Reis oder Bulgurpilaf gefüllt oder darum gewickelt werden. Die Türken mögen besonders gerne Auberginen. Im Winter essen viele Türken zum Frühstück Brot mit heißer Suppe. In den wärmeren Jahreszeiten essen sie häufig Brot und Marmelade, hart oder weich gekochte Eier, einen weißen Käse aus Schafsmilch, salzige oliven und warme milch oder heißen tee mit milch eine typische mittagsmahlzeit besteht aus einem gemüse- und fleischeintopf mit einer beilage aus reis oder bulgarpilav und salat sowie obst zum nachtisch borek oder dolma können den eintopf ersetzen süße nachspeisen wie baklava werden zu besonderen anlässen serviert das Abendessen ist in der Regel leichter und besteht aus den Resten vom Mittag oder einem Kebab mit Salat. Zu den Mittags- und Abendmahlzeiten wird in der Regel nur Wasser getrunken. In allen Städten gibt es zahlreiche Restaurants und Imbissboden. Viele haben sich auf eine begrenzte Anzahl von Gerichten spezialisiert, wie auf Kebab, Suppen, Fleischröps mit Pide, Fladenbrot, Gebäck und Fisch. Andere bieten eine Vielzahl von Gerichten an, darunter Eintöpfe, Pilafs, Gemüse und Desserts. Günstige Restaurants richten sich an Berufstätige, die zu Hause in der Regel nur frühstücken und zu Abend essen. In Restaurants der gehobenen Klasse gibt es in der Regel einen eigenen Bereich für Frauen und Familien. Das größte Lebensmitteltabu in der Türkei ist Schweinefleisch, das für Muslime verboten ist. Obwohl der Koran auch alkoholische Getränke verbietet, trinken viele Türken Bier, Wein und Schnaps. Das Festmahl besteht aus Lammkebab mit Tomaten und Borek. Für den heiligen Monat Ashure, der auf das Ramatan-Fest folgt, bereiten viele Haushalte einen Pudding namens Ashure zu. Den sie mit Gästen, Freunden und Nachbarn teilen. Nach der Tradition muss Aschore mindestens 15 verschiedene Zutaten enthalten, wie Erbsen, Bohnen, Mandeln, Getreide, Reis, Rosinen, Rosenwasser, Granatapfelkerne, Orangenschalen, Feigen und Zimt. In weiten Teilen der Türkei wird die Hochzeitssuppe, eine Zubereitung aus Lammfleisch mit Knochen, Ei, Zitronensaft, Mehl, Butter und rotem Pfeffer bei Hochzeitsfeiern serviert. Wirtschaftliche Grundlagen Die Türkei ist in der Lebensmittelproduktion autark. Fischer, Landwirte und Viehzüchter produzieren eine große Vielfalt an Fisch, Gemüse, Obst, Nüssen und Fleisch für die Verbraucher. In der Türkei gibt es zahlreiche Universitäten, an denen Studenten beiderlei Geschlechts studieren, um Geschäftsleute, Ärzte, Ingenieure, Rechtsanwälte, Lehrer, Buchhalter, Banker und Architekten zu werden. Für eine Anstellung im öffentlichen Dienst müssen die Bewerber innen die Bildungsanforderungen erfüllen und eine schriftliche Prüfung bestehen. Soziale Schichtung Klassen und Kasten die wichtigsten Determinanten für den sozialen Status sind Wohlstand und Bildung. Zu den grundlegenden Kategorien gehören die wohlhabende städtische gebildete Klasse, die städtische Mittelschicht, die städtische Unterschicht, die Klasse der Großgrundbesitzer auf dem Land und die allgemeine Landbevölkerung. Ein Hochschulabschluss ist die Mindestvoraussetzung für den Eintritt in die städtische Bildungsschicht, in der es zahlreiche Unterschichten gibt. Die förmliche Etikette ist ein zentraler Bestandteil der türkischen Kultur und regelt die meisten sozialen Interaktionen und die Nutzung von Räumen. In der türkischen Kultur gibt es für praktisch jede Gelegenheit eine genaue verbale Formel. Die Etikette verlangt das Aussprechen der richtigen Formeln für diese Gelegenheiten. Menschen werden nicht kritisiert, wenn sie zu spät kommen. Vor einem Geschäftstreffen gibt es in der Regel einen Tee und ein Gespräch ohne Bezug. Rücksichtnahme auf die Mitmenschen ist wichtig. Man trinkt, raucht oder isst nichts, ohne vorher anzubieten, es mit seinen Mitmenschen zu teilen. Die Häuser sind in einen Gäste- und einen Privatbereich unterteilt, und es ist unhöflich, um eine Hausbesichtigung zu bitten. Die Sohlen der Schuhe gelten als schmutzig und die Schuhe werden ausgezogen, wenn man ein Haus oder eine Moschee betritt. Für die meisten Türken spielt der Islam eine wichtige Rolle bei den Übergangsriten, Taufe kurz nach der Geburt, Beschneidung von Jungen, Heirat und Beerdigung. Der Staat kontrolliert den Religionsunterricht und das meiste religiöse Personal, indem er die Schulen überwacht, die sunnitische Imame ausbilden und Imame als staatliche Angestellte zertifiziert, die in den Moscheen der Gemeinden arbeiten. Medizin und Gesundheitsfürsorge. Die moderne westliche medizinische Versorgung hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich verbessert. Das Gesundheitsministerium ist befugt, medizinische Versorgung und präventive Gesundheitsdienste anzubieten, Gesundheitspersonal auszubilden, Krankenhäuser und Kliniken zu errichten und zu betreiben, private Gesundheitseinrichtungen zu überprüfen und Apotheken zu regulieren.